Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir für euch. Ich bin der Blue1980 und jetzt geht's los. Ich habe euch heute einen sogenannten Black Derringer mitgebracht. Der trägt die PTB Nummer 33 -70. Das heißt, sofern sich das jetzt mal hier scharf stellt, die 70, meine ich, steht sogar für das Beschussjahr, beziehungsweise, nee, nicht Beschussjahr, Zulassungsjahr der PTB. Ich kriege ihn jetzt gerade irgendwie echt nicht scharf gestellt. Doch jetzt so langsam, okay, gut. So, also hier nochmal die PTB-Nummer 33. -70. Daneben ist auch eingeschlagen D5, also für das Modell, Modellname. Dann, da, das müsste wieder gehen. Dann haben wir hier die Kaliberangabe, Kaliber 6 mm. Und hier noch so eine kleine Ornamentik. Wie ihr schon vermutet, ist der Ausschuss nach oben. Hier vorne ist eine Laufsperre eingebaut, die auch in nichts mündet. Da ist einfach nur zu. Das kann man jetzt hier so ganz gut sehen. Ja, da ist einfach zu, um ein Durchbohren unmöglich zu machen. Was aber eh sinnlos ist, weil das ganze Teil hier ist aus Zink. Na gut, der Abschussbecher, der Aschenbecher hier, der ist aus Stahl. Der Rest hier ist aber wirklich alles Zink, außer die Laufsperre und die Bedienelemente. Dieses Teil lässt sich öffnen. Man schiebt einfach diesen Schieber hier nach vorne. Den kann man offenbar auch noch ausbauen, indem man den hier irgendwie dreht mit einem geeigneten Werkzeug, was hier in diese zwei Löcher reinkommt. Das Teil hier ist federbelastet und rastet auf der Gegenseite da ein, in dem Loch. Hier ist ein... Das kann ich jetzt vielleicht versuchen. Ja, sieht so aus, als ob der Stoßboden hier aus Stahl wäre, ebenfalls eingelassen und eingedreht mit einem Werkzeug, mit den zwei Pünktchen da zu entfernen. Der Lauf hier ist auf einer Schraube, also mit einer Schraube festgemacht. Ja, und dann haben wir hier noch den Ausstoßer für diese 6 mm Teil. Ich versuche mal hier reinzuleuchten. Ah, jetzt hat man es kurz gesehen. Da kann man also sehen, der Ausschuss ist nach oben. Ja, das war es eigentlich schon. Ne? Der Ausstoßer hier ist aus Stahl und fügt sich eigentlich perfekt. Ist wohl offenbar später nachbearbeitet. Also perfekt da ein. Selbst wenn man den rausschiebt, kann man hier den Derringer wieder verschließen. Zum Abzug. Es gibt drei Stellungen. Einmal so, dann wäre der Schlagbolzen draußen, was natürlich, wenn man jetzt laden möchte, dann nicht ganz so klug wäre. Ne? Wird auch, glaube ich, gar nicht wirklich richtig zugehen. Dann gibt es eine Sicherheitsrast. Die wäre dann so. Da ist der Schlagbolzen drin. Und dann natürlich noch gespannt. Ja. Der Druckpunkt ist da und auch sehr deutlich. Zur Verarbeitung
Diese Ornamentik scheint, sieht ganz gut aus. Es ist jetzt nichts Aufwendiges. Scheint irgendwie eingegossen zu sein. Schwer zu sagen. Und ja, die Griffe sind aus Kunststoff, sind aber recht passend. Das passt also schon, das ist in Ordnung. Das Goldene hier scheint nachträglich aufgebracht worden zu sein. Auf Chrom offenbar. Ja, und das war es dann eigentlich schon. Viel Stahl, weiß ich nicht. Der Abzug ist aus Stahl auf jeden Fall. Der Hahn auch. Schräubchen natürlich. Bedienelemente und hier der Stahlaschenbecher. So sieht er aus, hat einen recht großen Durchlass, muss er auch haben, damit der volle Druck von den 6mm Kartuschlein auch nach oben geht. So. Ja, das also zum REC Derringer D5. Der Preis, ich habe jetzt aktuell jetzt im Oktober 2020 Angebote gesehen, die waren so um die 350 Euro für ein ganz spezielles Modell, was natürlich immer alles ganz speziell und toll ist. Ich kann das Ding selber schwer einschätzen. Ich bin jetzt kein Freund von diesen Derringern. Ich denke mal, so alles um die 250 Euro scheint noch in Ordnung zu sein. Alles drüber ist für mich eher Geldmacherei. Aber gut, für Sammler spielt das Geld, glaube ich, eh nicht dann so die Rolle, sondern die müssen sowas halt unbedingt haben. Silvester, ich glaube, das schenken wir uns, das Thema, und Selbstverteidigung ebenfalls. So, dann war es das auch schon. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich würde mich natürlich weiterhin freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn das nicht geschehen, und mir auch ein Like da lasst. Bis zum nächsten Mal.